Guten Tag. Wir sind hier mit Spielkind Glottis, nicht 45, sondern Glottis im wahrsten Sinne des Wortes. Sind wir hier, wir müssen jetzt mit Manny irgendwie dieses Ding umstecken. Ich weiß nicht, irgendwo war da, glaube ich, ein markanter Pfeil. Irgendwas Markantes war da. Und da müssen wir mal gucken. Weil der richtet sich nämlich dann irgendwann aus und legt einen Tunnel frei. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war ein bisschen tricky. Was hier vielleicht bei dem Stein? Komm mal her, Manny. Okay. Kein Platz. Kein Platz. Und hier? Das sieht so ein bisschen fleckig aus, ne? Okay, das war's dann auch nicht. Aber irgendwo muss das hier sein, liebe Leute. Und ich weiß nicht mehr genau, wo. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen gucken. Denn dann sucht er nämlich ein bisschen hier durch die Gegend, der gute... Weil da ist irgendwie ein Magnet drin, der findet immer den Weg nach Rubakaba und der zeigt dann irgendwann nach unten, wenn er richtig steht. Aber ich bin ehrlich, Leute, ich weiß nicht mehr, wo der richtig stand. Komm mal her, Manny. Das sieht hier ganz gut aus. Vielleicht hier? Probieren wir mal. Glottis ist natürlich jetzt extrem anstrengend, weil er gerade ein bisschen rumnervt, aber wir lieben ihn alle so sehr mit seiner Knochenschleuder, dass das ist. Das war's auch nicht. Das war irgendwo eine ziemlich markante Stelle, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Okay, hier gucken wir mal. Hier vielleicht. Kein Platz. Okay, dann müssen wir nach oben. Nicht, weil wenn wir getroffen haben, geht das Ding nämlich nach unten. Weil dann geht es nämlich nach unten durch Rubakaba. Aber wir müssen mal ganz kurz gucken, Leute. Wir haben ja eigentlich noch gar nicht den Schlüssel für das Schloss. Das muss auch irgendwo gewesen sein. Ich weiß halt nur nicht mehr genau, wo das war. Wir brauchen auf jeden Fall, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Schlüssel für das Schloss. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Weil der versteinerte Wald ist schon ziemlich, kommen wir hier noch irgendwo hin? Okay. Oh, hier gibt es wahrscheinlich auch keinen Schlüssel, ne? Nimm uns noch einen Knochen mit. Ne, Knochen kann man nie genug haben, wenn man selbst aus Knochen besteht und nur aus Knochen besteht. Ja, ich bewahre gern Knochen für besondere Gelegenheiten auf. Ja, das ist auf jeden Fall... Können wir das nicht einfach nehmen? Das bekomme ich mit bloßen Händen nicht ab. Hätte ich doch bloß nicht den Handtrainer weggeschmissen, den Domino mir mal geschenkt hat. Haben wir denn noch irgendwas vielleicht mit der Sense vielleicht? Probieren wir mal, vielleicht geht es mit der Sense auf. Aktuell sind wir ein bisschen verzweifelt, dann nehmen wir alles, ne? Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Das ist auf jeden Fall richtig. Womit könnte man das denn sonst noch aufgeben? Ich meine, irgendwo muss ein Schlüssel sein. Irgendwo, ich meine, irgendeine Laterne oder so müsste ein Schlüssel sein. Wir gehen mal da. Ich glaube, es ist auch unterschiedlich, wo man lang geht. Okay, da geht man wieder zurück. Da will er, glaube ich, gar nicht lang. Ich weiß nicht, wo die komischen Geräusche herkommen, aber ich überprüfe zur Sicherheit lieber mal die Knochenschleudern. Ja, ja, die Knochenschleudern. Wo kommen wir hier hin? Also da geht's, glaube ich, jetzt dahin, wo der gute Glottis gerade ist. Oder war das... Aus! Aus. Okay, und hier? Kommen wir hier irgendwo hin? Ja, hier geht's ja nach Rubakaba zurück, nach Dings da, wo uns da zurück. Das will er ja nicht. Da will er nicht. Da will er auch nicht. Na gut, ich bin ehrlich, bei den Geräuschen würde ich auch wahrscheinlich eher dann... Aber wo muss denn das Ding noch mal hin, Leute? Tricky, tricky, tricky. Hier ist es ein bisschen schmutzig. Komm, wir rennen, rennen, rennen. Ja.
Hier ist es, glaube ich, auch falsch, ne? Ich bin jetzt aktuell ein bisschen ratlos, liebe Leute. Da geht's nach Wakanda. Pass mal auf. Steig mal auf die Knochenschleuder, auf die wunderschöne Knochenschleuder, ein bisschen schneller, wenn es geht. So, auf die Knochenschleuder. So, zim, zim, zim. Und dann heizen wir einfach mal eine Runde. Wir heizen jetzt mal ein bisschen durch die Gegend hier. Mal gucken, Vorsicht, wo wir rauskommen. Also, die jetzt ganz schön hoch, ne? Der gute Manny muss gucken, wie er da hinkommt, ne? Okay, heizen wir jetzt mal ein bisschen. Einfach so heizen. Mal gucken, wo wir so rauskommen. Außerdem ist die Musik cool. Okay. Fährst mal hier rein, Glottis. Ja, cool. Hier. Glottis will ja heizen. Das ist ein Elementargeist, der heizen will. Führt einen mal zurück. Will er vielleicht mit Glottis auf diese Strecke fahren? Aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Okay, die Musik ist auf jeden Fall echt sehr cool. Mal gucken, ob er jetzt damit Glottis langfährt. Ach ja, das ist das. Okay, hier waren wir aber schon. Und hier ist ja, glaube ich, sonst nichts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay, da kommt er, glaube ich, nicht durch. Wir versuchen das einfach und mal gucken, was passiert. Okay. Die blutrünstigen Bestien des beängstigenden Baches blubbern am Boden blasen. Dann gib mal Gas. Was, Glott? Manny, schau dir dieses üble Tor an. Da komme ich nicht durch. Wir brauchen den Schlüssel. Ich hole. Aus dem Weg! Wir brauchen den Schlüssel, aber wo zum Geier kriegt den Schlüssel her? Hast du die Kinder? Ich weiß, man findet den Schlüssel irgendwo. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr im geringsten wo. Kommt man auch nicht weiter, ne? Ich meine, da wäre irgendeine Laterne oder so gewesen. Okay, Glottis steht irgendwie ein bisschen im Weg. Ich glaub, wir müssen Vorsicht! Nicht hier! Okay, wir müssen nochmal da irgendwie lang. Denn es ist so, der Schlüssel muss irgendwo sein. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Tor zu tun hat oder. Da kommen wir wieder raus. Da gab es auch ein paar tricky Wege irgendwie, ne? Da geht's auch rein, da geht's rein. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch erst das, das Dingens finden, ne? Guck mal her, glaubt es, ne? Manny. Komm, steig da mal schnell drauf. Kommt denn der gute Glottis hier wieder? Da will er wahrscheinlich nicht lang fahren, ne? Was passiert, wenn wir hier lang fahren? Ganz kurz mal gucken. Ich fahre nicht zur Stadt zurück, Manny. Okay, das ergibt Sinn irgendwo. Aber hier muss irgendwo, muss dieses komische Schild nach unten zeigen. Und ich weiß ehrlich nicht mehr genau gesagt, wie es war. Ja, ja, das ist auf jeden Fall amtlich, Glottis. Da würde ich dir zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich es unterschreibe, das war auf Manny. Das ist halt bei dieser Riesenstrecke so eine Sache. Da geht er halt ewig. Und das ist
fällt mir denn irgendwo was Spezielles auf? Aha. Wo es vielleicht schon mal gestockt haben könnte. Hier ist eine Runde. Aus dem Weg! Hier, da vielleicht. Aber ne, ich glaub's auch nicht. Ne. Okay. Nun, es zeigt irgendwo hin. Es zeigt irgendwo hin. Wir beginnen jetzt einfach mal dem Pfeil hinterher. Pass mal auf. Ne? Nehmen wir jetzt mal das Ding. Hier hat es hingezeigt, dann gehen wir mal hier hin. Und auf halbe Strecke, ne? Und wir setzen was nochmal ab. Mal gucken, ob die Richtung immer noch stimmt. Jetzt wieder zurück. Jetzt zeigt es hier so ungefähr hin. Na gut, dann nimm das Ding mal. Ich glaube zwar, dass jetzt das Ding tierisch verarschen will, aber ja nun. Gucken wir mal. Jetzt wieder nach hier. Gottes, du bist ja ein netter Kerl, aber irgendwie so langsam, ne? Aber hier mal hin, Manny, ne? Rum. Noch weiter nach da, okay. Wir tasten uns jetzt langsam vor, liebe Leute. In die Richtung hat's gesagt, ne? Dann hier nochmal hin, komm, Manny. Wieder zurück, gehen wir ein Stück zurück. Geh mal hier hin. Komm. Oh, hier noch rein. Lotteria! Naja, man kann ruhig doof sein, man muss sich nur zu helfen wissen, liebe Leute. Und irgendwie habe ich gedacht, machst das mal so. Gucken, was ist, wenn wir da jetzt reingehen? Lottes. Oh, richtig, da war, glaube ich, der Schlüssel irgendwo. Hier muss irgendwo der Schlüssel sein. Hier bist du der Schlüssel. Komm, wenn ihr ein bisschen rennen. Bitte, ein bisschen rennen. Lotteria, hat der gute Calavera gesagt. Mann, ja, der Calavera, der Lotteria. Lotteria. So, hier gucken. Sieht aus wie eine Art Warnung. Sie reißen dir die Knochen aus und bauen einen Thron daraus. Ihr Höllenfürst sitzt dann bei Festen auf deinen kläglich Überresten. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Hölle, Reisender. Sieh dich vor. Naja, solange er nicht pupst, kann er ruhig auf mir sitzen, aber wir sagten das mal. Ich kann mir doch keinen alten, gruseligen Schlüssel entgehen lassen. Recht hat er. Manny, du hast auf jeden Fall recht. Und sonst noch irgendwas hier? Sie reißen dir die Knochen und bauen eine Hölle auf deine Wiese zur Hölle, Reisender. Sieh dich vor. Was haben wir hier noch? Ist das gleich und ihr Höllenfürst, auf deinen Diese zur Hölle Reisende. Sieh dich vor. Ja, 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 wir sehen uns vor, das machen wir auf jeden Fall. Ne? Und wo kommen wir jetzt hier noch hin? Mich deucht, auswählen, Schalüssel, we'll flip, flip the coin. Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Manny, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, über andere Leute zu fahren. Sie spüren nichts mehr. Sie sind tot. Du bist auch tot. Aber trotzdem würde ich dich nicht überfahren wollen. Ja, Glottis, weil du und ich Freunde sind. Oh, Manny. Miss Colomar!
Wir sind hier, um sie zu retten. Hey, hört mit dem Krach auf. Die ganze Stadt schläft schon. Aber ich will heizen. Wenn die erstmal meine Abgase schlucken, dann sind wir das Stadtgespräch. Du hast recht. Wir brauchen einen Ort, an dem wir das Ungetüm verstecken können. Wo wir gerade von Verstecken reden. Ob Matche schon hier ist? Ich sehe mal, was ich rausfinden kann. Übrigens kein schlechtes Grundstück. Könnte man was daraus machen. Meine lieben Leute, wir sind angekommen mit Rubakawa. Die liebste Örtlichkeit in diesem Spiel für mich. Ich liebe Rubakawa. Hier gibt's tolle Musik, tolle Rätsel, tolle Leute. Und Nebel, wie ihr seht. Glottis spielt mit seinem Spielzeug. Manny qualmt sich eine. Ich sag es erstmal. Welcome to Rubakawa. Und vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Rubakawa, dieses Herzstück, das werden wir dann in der nächsten Folge erobern. Ciao, ciao, euer Manny Calavera in die 45.